Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Remnant 2 Video. Im letzten Video haben wir unseren Kristallstab geholt und jetzt machen wir weiter mit der Story. Wir hatten ja diesen Secret-Eingang zum verseuchten Abgrund gefunden und auch die komplette Ecke gelootet. Jetzt müssen wir aber einmal mit der Story weitermachen. Hier ist ein Ausrufezeichen, da gehen wir jetzt auch hin. Bin mal gespannt, was uns dort erwartet. Let's go. Verlassenes Atelier, okay. Nehmen wir mal kurz einen Checkpoint, damit wir unsere Munition wieder aufgeladen bekommen. Zack. Genau, mal kurz auf die Map schauen. Ah, wir sind hier oben, also gibt es hier noch einiges zu entdecken. Wir werden wieder ganz langsam, aber sicher alles erkunden. Versuchen, alle Truhen mitzunehmen. Das ist aber, wie gesagt, mein Let's Play-Reihe. Noch nie gesehen. Wir machen später noch ganz viele Guides mit allen Secrets und den Truhen bzw. allen anderen Sachen, die man hier finden kann. Ringe, Amulette, sonst. Keine Ahnung, es gibt so viel gerade. Ich bin die ganze Zeit am Wow sagen, weil es einfach viel zu viel gibt. Ach, die Gegner sind einfach so nice. So Spaß. Achso. Und meine Waffe ist auch gut. Schaut euch das an. Zack, zack. Das Ding schnell. Was kommt auf uns zu? Ciao. Kahle Gegner. Nicht hier hoch. Nee. Aber entweder über mir oder unter mir ist noch etwas. Ah, ich kann hier. Krass. Ist es endlich vorbei? Jupp. Aha. Sonst nichts, okay. Dann wieder runter. Und weiter geht's. Wir haben ja zwei Quests. Einmal, wir sollen die Gegend erkunden. Und zweimal, das zweite, es gibt einen großen Tempelturm in der Ferne. Ich frage mich, wie ich die Brücke überqueren kann, um ihn zu erreichen. Das ist die zweite Quest, die wir freigeschaltet haben. Wie geht's hoch? Bringt uns aber wahrscheinlich nichts, oder? Nö. Einfach zurück. Die wollen uns verarschen. Drecksäcke. Da gibt es etwas, was ich nicht gesehen habe. Nee, kann nicht sein. Am Anfang. Nee, nee. Glaube ich nicht. Oh, Scheiße. Wo ist der hin? Da. Weg. Die Viecher nerven. Die sind komisch schnell. Schaut euch das mal an. Die machen auch Schaden, ey. Kommt schon Miniboss. Der nervt auch. Schaut euch das an. Und ciao. Jetzt ciao. Im
Immer schön die Waffen nachladen, Leute. Geht es runter? Runterspringen? Gehen aber erstmal hier lang. Schauen uns einmal hier um, bevor wir da runterspringen. Ist nichts. Oh, das sind gute Geräusche. Zack! Du Drecksack. Und ciao. Danke für die Heilung, mein lieber. Mein lieber Wookie. Ist unser Hund gerade runtergefallen? Oder sah das nur so aus? Der ist einfach runtergefallen. Da war noch einer. Verdammte Vase. Wo ist deine Blume? Wo ist deine Blume? Na, wo bist du? Aua. Ey, die hätten mich getroffen, ne? Jawoll. Ich mag diese Attacke. Zum Glück ist das vorbei. Okay, hier ist nichts. Lass uns mal erstmal wieder zurück und das uns anschauen. Bevor wir weitergehen. Hier gibt es doch bestimmt etwas. Auch wenn es nur eine Truhe ist. Aber gar nichts. Ach, gar nichts. Vielleicht geht's hier runter. Nö. Okay. Ja, dann können wir weiter. Hier ist nichts. Oh. Und wir uns gefreut. Ich muss so schnell wie möglich meinen ersten Durchlauf schaffen, damit ich dann die zweite Option bei diesem seltsamen Baum auswählen kann. Ich habe ja die eine Option gewählt und seine Macht an mich gerissen. Aber im Amulett erhalten. Ich würde mal gegen ihn kämpfen wollen. Schauen, was dann passiert. Oh, da kommt einiges auf uns zu gerade. Wir kommen hier. Gut, dass er ein bisschen weiter weg. Der kommt jetzt ja schon tot, Alter. Oder? Okay, eine Attacke hat er noch hinbekommen. Und tschüssi. Das wie riesig. Ah, da kann man ja noch runter, habe ich ja total vergessen.
Naja, müssen wahrscheinlich wieder zurück. Okay, also, jetzt anschauen geht's los. Was macht die für Geräusche? Keine Munition mehr, sehr schön. Hab auch noch extra was geholt, damit ich Munition bekomme. Ah, nee, ich habe was anderes geholt. Das erhalten von Munition erhöht Fernschaden um 11% für 15 Sekunden. Schön, dass wir keine Munition finden hier. Wow. Verdammt nochmal. Ab, Drecksack. Hier für dich. Und ciao. Ich glaube, ich werde meine Waffe mal wechseln. Nicht, weil mir diese Waffe nicht gefällt, sondern einfach so aus Fun. Ich will mal gucken, wie die anderen Waffen so hier unterwegs sind. Vielleicht hole ich mir wieder ein Gewehr oder eine Maschinenpistole. Mal gucken. Mal gucken, was ich so habe. Also, wie kommt man hier auf jeden Fall nicht dahinter? Das ist schon mal klar. Checkpoint werde ich auf jeden Fall nicht berühren. Ich will nicht wieder gegen diese Gegner kämpfen. Und hier ist ein Bossfight, Leute. Hier ist ein Bossfight. Okay, wir gehen zurück. Schauen uns die andere Ecke mal an. Vielleicht wieder da. Okay, hier konnte man ja runter. Habe ich ja nicht gemacht gehabt. Weil man nicht mehr hoch kann, glaube ich. Ah, doch, man kann hoch. Naja. Egal, jetzt sind wir runter. Oh, Alter! Die greifen mich an! Peppert! Soll ich Sand? Digga! Willst du mich verarschen? Verpiss dich! Junge, Junge, Junge! Komm ich die ganze Zeit an? Okay, ich weiß. Der macht's nicht mit Absicht, aber die haben so viel Leben verloren, Mann. Guck mal, die haben hier eine Statue für die. Ich kann mich erinnern, wir hatten ja in der originalen Yaesha-Quest einen Boss, bei dem wir auswählen konnten, ob wir ein Reh killen oder den Boss besiegen. Nicht, dass hier auch wieder so etwas ist. Was hier für mich wieder was Lilanes. Nehmen wir mit. Merkmal der Gunst. Komm, das ist die Mann. Erhöht den Gesamtschaden um 5%. Erhalte 10% kritische Chance gegen entlarvte Ziele. Gesamtschaden um 5%. Gar nicht so schlecht. Ich habe hier aber tatsächlich Sachen, die mich heilen. Ich bin sehr tanky unterwegs. Sonst würde ich das gar nicht überleben, tatsächlich. Aber ein nicer Ring. Definitiv. Bei mir hier. Jo. Jo. Also ich probiere es immer wieder, aber eigentlich weiß ich, wann man hochgehen kann. Man kann hochgehen, wenn ein gewisser Abstand zur Kante vorhanden ist. Sonst funktioniert es nicht. Man sieht es eigentlich immer. Oh, was denn hier? Alter! Junge, wollt ihr mich verarschen? Kill mich! Alter! Junge, Junge, Junge! Jetzt mal überlegt, ob ich alle killen soll. Vielleicht passiert etwas. Komm her. Okay, wir müssen Munition verschwenden. Nicht so schnell. Passiert etwas. Und?
Vielleicht wird der sauer und kommt dann raus. Und sagt dann, so mein Jung, so nicht. Okay. Aber die Geräusche sind seltsam. Vielleicht muss ich alle Tierchen auf der Map killen. Und dann passiert etwas. Kann doch sein. War doch eine geile Errungenschaft. Muss ich mal probieren später. Ich glaube, da ist nichts mehr. Aha. Wow. Eine Truhe. Abschiedsgeschenk. Aber sonst gibt es hier nichts mehr. Was hast du in deiner Hand? Ich will's haben. Auch keine Texte oder so, ne? Null. Naja, dann mal runter. Okay, jetzt gehen wir zum Bossfight, Leute. Ich bin mal gespannt, wie krass das wird. Gleich wieder da. Haben uns am Checkpoint ausgeruht und jetzt jumpen wir auch direkt rein. Ich bin gespannt wie im Bogen. Was wird das? Scheiße. Ja, genau das denke ich mir auch. Was wird das? Ist krass oder wird das krass? Alter. Was ist denn das? Ja. Einfach attackieren oder was? Was ist die Schwachstelle? Oh. Ich jetzt auch ausweichen? Pack mir mal einfach die Dinger hier drauf. Wo ist Wuffy überhaupt? Okay, man kann ausweichen. Ausweichen geht auf jeden Fall. Wuffy ist drin. Keine Ahnung, was er da drin macht. So, ausweichen. Ah, nice. Dann ist es ja easy. Auf diese Dinge macht es irgendwie mehr Schaden, wenn man so pusht. Da ist auch was irgendwie. Oh mein Gott, was ist das? Ich bin tot. Ich bin einfach tot, Alter. Oh. Wie Schaden. Ich hoffe, dass man irgendwas kann. Ah, wenn man durchschießt, macht man mehr Schaden, Leute. Die Dinger sind gefährlich. Alter. Wenn die kommen, einfach ausweichen. Ein. Digga, was ist das? Ausweichen. Okay. Alles andere ist egal. Das zieht mich. Das zieht mich zu sich. Oh. Jetzt rastet es aus. Jetzt rastet es aus. Bist du der Pferd? Bist du der Pferd? Heil mich! Jawohl. Nein. Okay. Boah, der hat mich fast gekillt. Jetzt können wir Schaden machen, aber. Komm. Wollen wir rein? Spät. Ich habe echt überlegt, ob ich reinlegen soll. Aber wenn man durchschießt, macht man mehr Schaden auf jeden Fall. Ist immer sehr wichtig. Hier, Achtung. Jawohl. Durchschießen. Jawohl. Die Scheißdinger. Okay. Keine Munition mehr. Jawohl, okay. Zack. Muss mal Munition sammeln gehen. Wo es zu spät ist. Okay, das war echt dumm.
Halt dich! Jawohl. Komm. Jawohl. Geile Musik auf jeden Fall. Gib mich wieder zu sich. Aua. Ist das denn wieder aus? Scheiße. Jawohl, danke. Heil. Jawohl, Luffy. Heil uns. Der hat uns nicht geheilt. So schnell Schaden machen. Komm. Spät. Hat aber gereicht, ich glaube. Danach ist es rum. Der zieht uns wieder. Hab dich. Komm. Du wirst abgeschossen. Musik, Alter, die Musik. So tough und gefährlich bist du nicht. Witzig. Material erhalten, Schmiedeglut. Was ist denn das? Ungewöhnliches Gefäß aus Stein, das eine Art geschmolzene Substanz enthält. Sie scheint unaufhörlich zu brennen, egal was der Zustand ist oder wie viel Zeit vergangen ist. Das Gefäß ist äußerst heiß und du hast keinen Zweifel, dass es dir Verbrennung zufügen würde, wenn du es mit bloßen Händen festhielst. Wow. Habe ich das gerade eben erhalten? Seelensplitter? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ein nicer Kampf gewesen. Hat Spaß gemacht. Ja, auch noch eine Truhe. Zusätzliche Belohnung. Mit Altmetall, Reliktstaub und sonstigen Sachen. Okay, wenn wir fertig sind, gehen wir einfach mal raus. Was sind wir im neuen Gebietchen? Da würden wir einen Cut machen. Im nächsten Video wird es dann weitergehen. Schauen wir aber erstmal, wo wir landen. Das interessiert mich gerade. Gucken wir mal. Tschüssi. Oh, wir sind wieder hier. Genau diese Stelle habe ich gesagt gehabt. Wir haben es freigeschaltet. Wow. Okay. Wir jumpen mal einen Checkpoint. Im nächsten Video geht es dann weiter, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.